Hallo und herzlich willkommen, meine Pokémon-Freunde, zu meinem allerersten Pokémon-Video. Ich bin Marlon, aka Bearded Unicorn. Ich bin ein Teilzeit-Streamer auf Twitch. Ich streame täglich von 9 bis 17 Uhr. Falls ihr Lust habt, kommt gerne mal vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Und falls ihr genauso wie ich seit 2008 kaum was von Diamant, Perl und Platin gehört habt, dann bleibt dran. Ja, Pokémon Platin. Das letzte Mal haben wir davon was gehört und zwar 2008. Klar, es gab immer mal Gerüchte, da Pokémon Platin, Diamant und Perl mit die beliebtesten Pokémon-Spiele im gesamten Franchise sind. So auch bei mir. Ich liebe Pokémon Platin, Diamant und Perl sehr. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr über ein Remake freuen. Pokémon Platin ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt, Leute. 2008. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie lange das her ist. Deshalb gibt es viele, die sich ein Pokémon Remake wünschen. Und ich denke, dass 2021 unser Jahr wird. Es gibt mehrere Leaks, es gibt mehrere Bilder. Die zeige ich euch natürlich auch. Die werde ich nicht für mich behalten, sondern ich werde die natürlich teilen. Und zwar gab es einen Leak von dem französischen Pokémon-Mitarbeiter namens Kelios. Der hat gesagt, dass Pokémon Diamant, Perl und Platin 2021 kommen werden. Hier habt ihr einmal den Link. Übersetzt heißt der Link von Kelios so viel wie: Ihr werdet euer Remake nächstes Jahr November haben. Hört endlich auf, euch zu beschweren. Ja, da ist wohl jemand etwas genervt von den ganzen Pokémon-Fragen zum Remake, aber er hat gesagt, dass er die verlässlichen Daten dafür hat. Und in der Vergangenheit hat er wohl auch schon mit seinen Leaks richtig gelegen. Sowohl bei Pokémon Schwert und Schild, als auch zu Pokémon Detektiv Pikachu. Ein weiteres Indiz dafür, dass ein Gen 4 Remake rauskommt. Und zwar gab es in Japan folgende Ballons. Da frage ich mich natürlich, wenn mir ein Kaufhaus gehört, warum sollte ich ohne Grund Palkia und Dialga als Riesenballons aufstellen? Also für mich ist es ein ganz klares Zeichen. Wir müssen jetzt mal abwarten. Am 31. Dezember 2020 wird es von der ISS einen Pokémon-Livestream geben. Ich persönlich vermute, dass dieser Livestream genutzt wird, um das Gen 4 Remake anzukündigen. Das wär's doch, oder Leute? Der Blick auf die Erde, man sieht den Weltraum und dann animiert Dialga, Palkia und wer weiß, vielleicht sogar Arceus als Götter-Pokémon. Das wär's. Darüber würde ich mich tierisch freuen. Lasst gerne ein Like da und ihr könnt auch gerne subscriben. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie auch garantiert. Und ihr könnt natürlich auch in meinem Livestream bei Twitch vorbeischauen. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und ich würde mich freuen, euch zu sehen. Ihr könnt gerne vorbeikommen, sagen, ihr habt das Video gesehen und ihr könnt es gerne über Pokémon unterhalten. Viel Spaß und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.